So, liebe Freunde, wir sind immer noch auf der CMT 2024 auf dem Detlef-Stand und jetzt stehen wir hier vor einem Globetrail 600 DF. So, fangen wir mal hinten an. Hier haben wir dann noch Wasser einfüllen. Ah, hier haben wir sogar eine Thermoisolierung für die Heckklappe. Steht ja drauf. Kann man die Fenster öffnen. Und ich versuche jetzt mal hier hoch zu machen. Ja, ja, das geht einigermaßen, damit ihr das sehen könnt. Ach, das ist schon ab. Fällt gleich ab. Ist ja. Ah, ich kann das auch mal ausmessen. Wie tief das ist. Da haben wir bis zum Brett 1,31 Meter und hier in der Breite 72 cm. Dann haben wir hier noch das Gasfach. Platz für zwei 11 Kilo Flaschen. Schon schön groß, ne? Ja, der ist schon okay, der Kofferraum. Ja. Aber man hat in der Mitte wieder diesen Kabelkanal. Ja, das stimmt leider. Hier sind noch zwei Netze angebracht. Ich nehme mal an, hier. Kannst du als Tasche benutzen? Das soll in der Nacht wahrscheinlich schützen, dass dein Rollon. Ach so, ja, genau. Dran kommst. Dass das Plissé nicht kaputt geht, genau. Ja, und da haben wir jetzt das natürlich ein bisschen. Aber ist der nur dazwischen geklemmt? Ach nee, der hat oben Luxus. Mal hier rein. Und dann können wir schon mal von hier das Bett zeigen und ausmessen. Ja. Das ist ein Querbett beim 6 Meter Auto, typisch. So, dann messe ich das Bett hier mal aus. Na, habe ich mich da vermessen. Das Gerät zeigt 1,57 Meter. Für ein Querbett ist das ja riesig. Ja, das soll jetzt gleich nochmal. Ich kann es gar nicht glauben. Die andere Seite ist 1,44 Meter. Ja. Also das ist schon ein recht großes das Bett. Großes, ja. Da kann man nichts sagen. So, dann schauen wir mal rein. So, das Fahrzeug ist auf dem Citroën. Sechsgang-Schaltung. Ansonsten das normale Cockpit, das kennt ihr, das muss ich jetzt nicht unbedingt erklären. So, dann fangen wir ganz vorne an. Hier oben haben wir das Fach für die Jacken und Decken und sonstiges Zubehör. Aber jetzt muss ich mal da hochklettern. Ich glaube, das ist nicht ganz so tief wie ansonsten. Ja, ich kann es mal ausmessen wieder. So, was haben wir da? Das sind gerade mal 48 cm. Ist nicht tief, ja. Und in der Breite, wenn ich von innen messe, 1,33. Naja, ist sogar ganz schön. Ja, aber trotzdem Jacken und kriegst du alles rein. Decken und so, das kriegst du da auf alle Fälle rein, das brauchst du schon. Ja. So, dann die Tenet hier selber. Also vom Stoff her und vom Design gefällt mir das eigentlich ganz gut. Gefällt mir. Mal schauen, ob es auch bequem ist. Ja. Finde ich schon. Ist schon gut, gefällt mir. Also das ist nicht schlecht. Wie ihr gerade gesehen habt, den Tisch kann ich verschieben. Das passt schon. Ja,
Sieht gut aus. Ja, die Verkleidung hier, die ist ein bisschen wackelig, aber okay. Dann haben wir hier die USB-Dometic-Leiste mit der Lampe. Ja, kann man hinmachen, wo man will. Einfach einsetzen, drehen, fertig. Und dann gibt es natürlich auch Adapter dazu, um sein Handy zu laden mit USB-Anschluss. Aber gefällt mir sehr gut. Da kann ich jetzt bis jetzt nichts Negatives sagen. Dann haben wir hier zwei Fächer. Also die sind auch etwas tiefer wie eben, also das war schon besser. Die sehen groß aus, ja. Ja, das ist schon okay. Da kriegt man schon ein bisschen was rein. Dann ein Hegi, ein Kurbelhegi. Das gefällt mir auch ein bisschen besser. Einmal Fliehgitter. Super. Und einmal Verdunkelung. Und ich muss ja sagen, die ganzen Plissés machen eigentlich sehr dunkel, das Auto, ne? Ja, also die funktionieren schon gut, wie wir das getestet haben. Ja. So, dann haben wir hier allerdings nur eine einfache Technikausstattung. Das Schautdisplay, einmal für die Batterie, Abwasser, Frischwasser. Und ob das Auto am Landstrom hängt. Batteriezustand. Und dann das bekannte Glücksrad. Also das sollte jetzt eigentlich schon nicht mehr verbaut sein hier 2024. Ja. Aber okay, funktioniert auch. Wir hatten das auch. Hat auch funktioniert. Dann sind wir an der Küche angelangt. Da haben wir einmal die Arbeitsplattenerweiterung. Nicht ganz auf Arbeitshöhe. Das ist mit Sicherheit ein Montagefehler. Ja. Ja, den 2 mm hätten sie auch noch machen können. Aber nun gut. Dann haben wir ein 2-Flammen-Kochfeld. Ja. Ein sehr kleines Waschbecken. Aber das hatten wir vorhin schon. Ja, 2 Flammen, das reicht hier halt. Zur Zündung, eine elektrische Zündung. Ein Kahnkochfeld haben wir hier stehen. Aber gut. So. Dann haben wir einen großen Auszug mit Besteckeinlage und hier drüben noch mal ein kleineres Fach. Fehlt zwar hier die Reling, aber ansonsten sehr groß, gefällt mir. Noch mal ein Fach. Ist auch sehr groß. Ja, gut, die Seite ist recht hoch, da kannst du dir die Reling auch sparen. Okay. Was ich hier sehe, das muss ich gleich mal testen. Mir kommt das so vor, als hätten wir hier, da ist noch irgendwelches Zubehör, eine Zentralverriegelung. Das ist so. Okay. Also für die Schubfächer eine Zentralverriegelung, einmal den Knopf gut, drücken, ja. Und alle sind verriegelt. Ja. Dann haben wir hier nochmal einen Lichtschalter. Das ist nur eine Blindbuchse und eine 230 Volt Steckdose. Jo, und hier nochmal so eine Schiene, wo man was anhängen kann. Wird hier ganz gerne verbaut. Dann haben wir hier einen Thetford Kühlschrank. Sehr schön mit Frostfach. Okay. Okay, und da unten haben wir auch noch mal einen Schrank. Der ist natürlich auch jetzt ein bisschen ungünstig. So. Mit Kleiderstange. Schöner, großer.
Okay. So, dann kommen wir noch zum Bad. Ja. So, ein Vorhangbad, und was wir gerade gesehen haben hier, das ist ein bisschen ungünstig. Ja, das ist nicht gut. Stößt genau hier an, hier muss man sich irgendwie einen Filz oder was dagegen machen. Ja. Also das hätte eigentlich der Hersteller von Haus aus machen können. Aber das erste Mal sehe ich, dass man das Bad abschließen kann. Ja, das stimmt. Okay. Eine kleine Türklinke. Dann haben wir im Bad einmal einen kleinen Schrank, denke ich, oder? Jawohl. Mit Spiegel. Das Bad hat einen Duschvorhang, der hier rundum gezogen wird. Ist nicht unsers, aber wenn ich mir jetzt unten die Wanne anschaue, das sieht eigentlich ganz okay aus. Also von der Größe her ist das schon okay. Ja, dann haben wir hier nochmal ein Fach. Hier kommt dann die Toilettenrolle rein. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ja, ein kleines Waschbecken. Und dann natürlich die Toilette selbst. Okay, dann fehlt noch das Schlafzimmer. So, mal schauen, ob ich mich wenigstens hier hochsetzen kann. Jawohl. Oh. So, das geht. Also bequem ist das hier hinten, muss ich schon sagen. So, und dann hole ich mir erstmal wieder das Messgerät. Bei dem anderen hat man es ja ausgemessen, ne? Nee, bei dem hat man es ausgemessen. Bei dem hat man es ausgemessen. Hat man schon ausgemessen. Jetzt gucke ich mal, ob ich mich auf der Seite nicht vermessen habe. Weil das kam mir schon sehr groß vor. Tatsächlich 1,55. Wow, siehst du? Also das sollte für zwei Leute ausreichen. Ja. Das sieht gut aus. Ja. Kann man nicht meckern. Hier nochmal so eine Dometic USB-Leiste. Hier mit einer Lampe drin. Man könnte jetzt die vordere Lampe noch hier dazu stecken. Dann hat jeder seine eigene Lampe. So, und dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oberschränke. Ich mache hier mal auf. Die sind auch recht tief. Ja, muss also ich da auch bekommt sagen. Man einiges rein. Ja. Also das finde ich gut. Die gehen wirklich bis hinter ins Eck. Sehr schön, ja. Und auf der anderen Seite haben wir nochmal dasselbe. Aber da ist ja nochmal eine zweite Dometic-Lampe. Ist auf der Seite auch ein USB-Schwinger. Ja, und ansonsten sind hier dieselben Schränke. Ja. Und noch ein Regal fürs Handy und Co. Ja, sehr schön. Oder mal ein Buch. Ja. Gefällt mir sehr gut. Also da gibt es jetzt eigentlich nicht allzu viel zu meckern, außer hier am Bad, dass die Tür am Kühlschrank anstößt. Ja, aber da kann man was machen, das stimmt schon. Das ist, auch vom nicht ganz so gut, aber ansonsten... Auch von der Sichtachse ist es sehr schön hier. Ja. Wenn ich das sehe, ja. Gefällt mir sehr gut. Ja, sehr schön. So, setze ich mich nochmal hin. Wie hat euch das Auto gefallen? Also mir hat das sehr gut gefallen für ein 6 Meter Auto. Ja, kannst du nicht meckern. Das Bett 1,55 Meter, da kann man nicht meckern. Ja. Das sollte ausreichen für zwei. Optisch gefällt er mir auch sehr gut. Sehr ansprechend. Kann man nichts sagen. Ja. Ne, das Schild hast du, glaube ich, schon abgefilmt. Ja, das habe ich schon, ja. So. Also es ist wenn nicht schlecht, Herr Specht. Und hell ist es auch. Mal, du hast zwei Häkis, du hast hinten an der Tür zwei Fenster. Also. Kann man nicht meckern, ne? Ja, gefällt mir auch sehr gut. Okay, so. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Drückt die Glocke. Und abonniert unseren Kanal.
dann gibt es auch noch mehr Videos zu sehen. Danke und zum nächsten Video.